Hallo meine Lieben, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir wollen uns das neue Event angucken, nämlich mit Tristan. Ich guck mal kurz auf die Seite drauf. Tristan Taylor ist erschienen. Erhalte Freundschaft. Okay. Freundschaft ist eine Karte, solltet ihr wissen. Durch die Mission können wir Kampfwachen Wut erhalten. Das ist eine permanente Fallenkarte. Und aktiviere diese Karte, indem du ein Monster von Typ Krieger wählst, das du kontrollierst, es hält 1000k. Monster, die durch Kampf mit ihm zerstört werden, werden auf die Hand zurückgegeben, anstatt auf den Friedhof gelegt zu werden. Wenn das Monster das Spiel verlässt, zerstöre diese Karte. Ist ganz cool, also... also ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Karte. Für 6 Samurai oder so wäre es ganz cool. Oder auch für andere Kriegerdecks, fällt mir da gerade nichts weiter ein, dass die 1000k mehr kriegen, das ist schon ein schöner Boost. Das ist auch sehr schön, dass die nicht mit der Karte ausgerüstet sind, also dass die nicht wie eine Ausrüstungskarte behandelt wird, sondern eher, dass das halt du zielst Monster und die, das kriegt dann den Boost. Auf die Hand zurückgeben ist so eine Sache, aber muss man gucken, ist okay. So, kommen wir zum Rasenden Gorilla. Stufe 4, Erdemonster, ein Ungeheuer, falls sich diese Karte in offener Verteidigungsposition findet, zerstöre sie, diese Karte muss angreifen, falls möglich. Ein kleiner Tipp von mir noch, die Karte könnt ihr euch im Hinterkopf behalten, falls wir 5Ds bekommen, weil, falls wir die MacLord-Karten bekommen sollten, die können sich nur dann spezial beschwören, wenn, eine eigene Karte von euch sich durch ihren eigenen Effekt oder so zerstört, dann können sich die MacLord spezial beschwören, falls wir die irgendwann mal kriegen sollten. Da gibt es nur wenige Karten, die sowas können. Dann haben wir die Karte Freundschaft. Bitte deinen Gegner um einen Handschlag. Genau, bitte deinen Gegner um einen Handschlag. Ob wir das in Duelings machen können? Ich glaube nicht. Wenn dein Gegner mit einem Handschlag reagiert, werden die Life Points beider Spieler so geändert, dass die Hälfte der ursprünglichen Life Points betragen. Wenn du eine Einheit in deiner Hand hast, kannst du sie mit deinem Gegner zeigen. Er muss darauf mit einem Handschlag reagieren. Okay. Würde ich auch gerne mal spielen, Einheit und Freundschaft. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir die im PCG überhaupt haben. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das sind Jump-Promos. Muss ich auch selber mal gucken dann. Auf jeden Fall schon mal recht schöne Karten. So. Dann, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch das Millennium-Schild. Ein berühmter Schild, der Sagen zufolge einst einem ägyptischen Pharao gehörte. Man munkelt, er könnte jeden noch so starken Angriff abfangen. Ja, mit 0 ATK und 3000 Def ist das schon ordentlich. Und Stufe 5. Einheit sagt, dass man irgendwas mit der Def machen kann. Von daher ist die Karte gar nicht mal so dumm. Muss man mal gucken, ob man da ein Deck drum bauen kann oder ob man da die Karte irgendwie spielen kann. Kommen wir mal zur nächsten Karte. Hier haben wir die Super Robot Lady. Roboter Lady und Roboter Yaru. Okay. Du kannst Super Robot Yaru als Spezialbeschwörung beschwören, indem du eine Karte vom Spielfeld aufs Extra Deck zurücklegst. Du kannst diesen Effekt nicht in den gleichen Spielzug verwenden, indem die Karte als Spezialbeschwörung beschworen wurde. Zusätzlich erhöhe die ATK dieser Karte um 1000 Punkte. Während des Damage Traps, wenn diese Karte die Life Points deines Gegners angreift, also 2-2 dann. Keine Ahnung, was man damit machen soll. Finde ich so ein bisschen unnötig. Geladener König. Wenn diese Karte deinem Gegner Kampf hinzufügt, lege die oberste Karte vom Deck deines Gegners auf den Friedhof. Auf ein Lichtmonster, das du kontrollierst. Okay. Das heißt maximal 3 Karten. Mit 1,8. Ja, ist okay. Geht besser, aber okay. Gut. Dann wollen wir mal kurz uns Tristan angucken, weil ich habe hier schon auf Level 40. Wir haben hier den Pantherkrieger, der eigentlich von Joey ist, aber das lassen wir mal beiseite. Dann haben wir die Karte Freundschaft, Millennium-Schild, Rasende Gorilla, den Kampfwachenwut, den Super Robot Lady oder die Super Robot Lady, den Super Robot Rayu, den wir im Effekttext von der Dings hier schon hatten, den können wir uns mal kurz durchlesen. Du kannst Super Robot Lady als Spezialbeschwörung, bla 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 bla.
Wenn man die wieder zurücklegt, kann nicht zusammengeschoben werden, bla bla bla. Also gleiche Text wie bei der Lady. Du kannst diesen Effekt. Ja. Warte mal. Indem diese Karte ist zusätzlich erhöht die ATK dieser Karte um 1000 Punkte während des Damage-Jobs. Also gleicher Effekt wie die Lady. Okay, gut. Dann haben wir den Kong, den kleinen Flügelbewacher. Da bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob den Joey gespielt hat. Also weiß ich gerade gar nicht. Aber der war in irgendeiner Schlagzeug drin. Entweder von Cyrus oder von Joey. Bin ich mir halt auch gerade gar nicht sicher. Haben wir Robot Yahoo. Okay. Robot Lady. Und Cyber Commander. Okay. Die Artworks haben sich ja nicht stark verändert. Okay. Machen wir mal kurz ein Duell auf Level 40 gegen ihn. Doch mit dem Deck können wir eigentlich spielen. Doch, ich habe da gestern im Stream was Schönes gebaut, was wir jetzt hier gleich mal spielen können. Ja, und dann gucke ich mal noch kurz nach der Karte Einheit, weil die hatten wir auch schon mal ein Event bekommen. Will ich nur mal kurz euch noch zeigen, weil das könnte eventuell so ein bisschen nützlich werden, weil Dev etc. und so weiter alles. Das ist so eine Strategie, die nicht jeder kennt. Die Hand kann man auf jeden Fall mal behalten. Und Tristan kriegt eine schöne Animation. Okay, ohne Beschwörungsanimation. Für den Zungenbrecher. Ja, den kannte man ja damals. So. Denke mal, der eine oder andere von euch kennt dieses Deck hier schon. Normalerweise kann ich das, glaube ich, auch im Automodus spielen lassen, aber ich will mal sehen, was er noch so spielt. Ansonsten Farming-Decks habe ich mich jetzt noch gar nicht drum beschäftigt. Werde ich noch ein extra Video zu machen, wenn ihr das wollt. Werde ich sowieso eigentlich immer machen zu jedem Charakter. Da habe ich das auch selber interessiert. Aber der scheint extrem leicht zu farmen. Zu farmen zu sein. Und man sieht auch ehrlich gesagt nicht sehr viel. Schade. Halt. Okay, gut. Ich wollte jetzt eigentlich den Effekt nochmal nutzen. Achso, stimmt, er hat ja mein Dings zerstört und nicht den, stimmt. Okay. Gut. Hatte ich jetzt gar nicht drauf geachtet. So, haben wir noch hier die Meeresfestung, die kann ich auch schon direkt angreifen. Nicht direkt angreifen, die kann ihn schön angreifen, meine ich. So. Gucken wir mal, ob was Schönes droppt. Ich glaube eher nicht. So. Wir kriegen die Lady. So. Ansonsten nicht. Die Mission habe ich euch schon vorgelesen. Ansonsten haben wir hier noch den Bonus-Duell-Rivat. Ja. Werde ich auch mal kurz drauf eingehen, weil legendäre Duellantenfarm ist wichtig. Falls ihr halt die Karten haben wollt, die da drin sind, oder falls ihr schon mal Karten ransammeln wollt für irgendwelche Farming-Decks. Hier haben wir so eine Liste und das Event sagt halt auch immer, dass man 1000 mehr Punkte kriegt. Hier haben wir so eine kleine Liste, was man halt so farmen musste. Ich musste letztens noch zwei Secret Rare nachladen farmen, weil ich keine hatte für das Slifer-Deck. Jo. Ansonsten erleichtert das auch das Farmen. Also wenn ihr jetzt gerade am Farmen wollt oder euch gerade ein Themendeck farmen wollt von irgendeinem Charakter, würde es euch ans Herz legen, ein Deck zu farmen. Also falls ihr gerade nichts zu tun habt. So, das war es aber auch schon von diesem kleinen Video hier. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Haut rein, lasst gerne ein Abo da, guckt euch hier gerne noch zwei Videos an. Bis dann, ciao.